Lass dir jetzt eine scheiß Karma-Top, dann ist mir nicht tot. Guck mal, pass auf, Leute. Ich finde, im Leben ist immer eine Regel wichtig. Ihr könnt rauchen, ihr könnt kiffen, ihr könnt, was weiß ich auch, aber schränkt niemals das Leben eines anderen Menschen ein. Ohne Witz. Darf man eine Frage, wie viele Leute schon donatiert haben? Bis jetzt nur einer. Okay, jetzt bin ich gerade ein kleines bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, gegen was ich spiele. Ab dem Moment, wo du irgendjemanden anderen einschränkst, bist du ein richtiger Hurensohn. Ich bin Riven OTP, hasst mich jetzt? Nein, Mann. Jeder, also ich mag Riven nicht, so, ne? Aber jeder soll das spielen, was er einfach am besten hält. Aber ich mag solche Champions einfach nicht. Das sind solche eindimensionalen Champions, die nur eine Sache machen können. Zum Beispiel mit Rengar, wenn ich feede, kann ich immer noch Tank gehen. Habe ich immer noch eine gewisse Funktion. Tank Riven? Kannst du in die Mülltonne werfen. Es ist Karma Top Lane. Ihr habt mich so verarscht, ihr dreckigen Spasten, ne? Guck mal, pass auf. Gehen wir mal davon aus, es gibt. Oder nicht andere Menschen, andere Lebewesen. Okay? Das ist jetzt ein Hardcore-Beispiel. Das ist jetzt echt ein Hardcore-Beispiel. Es gibt Menschen, die stehen darauf, es mit Minderjährigen zu machen. Die können nichts dafür, die sind vielleicht mit irgendeinem kranken Scheiß im Kopf geboren oder sowas. Das ist dann. Jetzt gibt es halt den Typen, der nimmt sich eine Puppe. Und es gibt einen, der nimmt echt eine minderjährige Person. Und so. Der Typ, der die Puppe nimmt, ist zwar so gesehen nicht geil, dass er über sowas nachdenkt, aber er hat halt so eine Scheiß im Kopf. So, der nimmt die Puppe, das ist in Ordnung. Er schränkt damit keinen anderen Menschen ein. Es ist vielleicht für euch so gesehen krank, ja, aber er tut ja keiner damit was. Der Typ, der dann die echte Person nimmt, Digga, Leute, haram. Der schränkt damit jemand anderen ein mit seinem Fetisch oder falls man das überhaupt so nennen kann. Holy shit, man, ich krieg so viel Damage von ihr. Fatze, er hat kein Flash mehr, ne? Aber da sind wir mal ehrlich, wir können es uns nicht aussuchen, mit welchen Macken wir geboren werden. So sucht sich kein Mensch aus. Hätte ich normaler AD rum gehabt, wäre sie jetzt schon tot gewesen, nur mal so. So, die spielt ja mit Ignite. Fuck, Mann. Warum habe ich kein Dingens in den Runen? Keine Magie, sie hatte ich eine normale Runenseite, ne? Dann wäre denen so viel einfacher gewesen. Jo, Digga, du hast doch gesagt, dass du. Quatsch, Leute, das ist gerade alles gut. Ist gerade echt noch alles gut. Ich habe halt Full Armor Pan, weil ich keine normale Seite habe. Es ist egal, ob man Bronze oder Master spielt, dein Elo ist komplett egal. Ich habe sogar schon einige Changer-Leuten geholfen. Aber das war dann halt auch eher privat.
Ich werde aber jetzt auch legit, was will der Typ sagen? Ey, der Typ sagt zu euch, ihr sollt, Okay, was glaube ich noch? Ich brauche einen Hexdrinker. Karma ist eigentlich übelster Lame-Bully. Sind sie sich denn? Sie geht Richtung Morello. Muss man 200 Donaten oder gehen noch 200 verteilt? Du kannst auch, also es muss nicht nur 200 jetzt auf einem Haufen sein. Die ganze Aktion läuft doch einen Monat. Aber es ist natürlich einfacher, wenn man 200 an einem Stück donatet. Es hat nichts mit Merken zu tun. Ich versuche das Ganze halt zu tracken, ne? Digga, er weiß wohl nicht, dass Senior Silphi wieder da ist. Er weiß. Warte mal. Leute, wo sind die Hub-Qs? Wo sind die Hub-Qs, Leute? Senior Silphi ist einmal wieder da. I don't know, man. Ah, was, Hexdrinker, Digga, ich. Fick deine Mutter mit dem Hexdrinker. Senior Silphi ist wieder da, der braucht sowas gar nicht. Digga, Paladin, du subscribest jetzt sofort und machst ein Hub-Q. Digga, mach mich nicht sauer. Senior Silphi ist wieder da. Gott, solche Leute, ne? Na, ich habe leider keinen Stack für den Graves bekommen, das ist schade. Tiamat auf Rengar? Ja, normal Tiamat auf Rengar. Kennst du nicht Senior Silphi? Digga, was näher? Digga, Senior... Keine Ahnung. Digga! Oh Gott, Alter, ist sie am Trollen oder was? Die trollen mich doch alle. Leute, da müssen wir Hub-Qs hin. Da müssen. Ah, ich hab keine Ahnung, Mann. Die tiltet mich einfach komplett. So. Jetzt hole ich mir wieder einen Edge. In Death Dance meine ich. So, Leute, da sind sie, Leute. Da sind die Hub-Qs. Perfekt, perfekt. So will ich das sehen hier. Digga, Malthasar? Hast du gerade Hub-Q geschrieben? Ohne, dass du ein Subscriber bist? Ohne, dass du Subscriber bist? Digga, du subscribest jetzt und machst einen Hub-Q. Digga, du subscribest jetzt und mach ein Hub-Q. Gott, Digga, Senior Silphi ist wieder da. Nix hier mehr, Klett-OTP? Digga, Storm Raiders ist an. Zack. Als ob ich hier mit irgendwelchen Unterbemittelten spielen würde. Der weiß wohl nicht, dass er versucht, Senior Silphi zu outdamagen.
Digga, Bruder. Digga, er macht Mantra Q. Er macht Mantra Q und ich mache einfach Senior Sylphie. Passt auf. Ich gehe dran auf die Botlane. Weil er hat nicht mal Teleport, ne? Dieser Spasti erkennt Senior Sylphie nicht und er hat nicht mal Teleport. I don't know, Mann. Den Tower nehme ich einfach mit. Er kennt Senior Sylphie nicht mal. Easy. Easy Tower of my life. Das Item ist ja voll teuer. Holy shit, Mann. Ich brauche Tabis hier. Schade Schokolade. Der alte. Nein, Leute, das da mache ich gar nichts. Ohne Witz, da mache ich legit gar nichts. Da muss ich behindert für sein. So, pass auf, jetzt cheese ich sie gleich komplett, okay? Ich gehe jetzt nämlich gleich Edge. Death Stance. Into Q-Sess. Into, genau, Q-Sess. Man denkt einfach, kann ich mit seinem Gegner cheesen. Das hättest du vielleicht bei Senpai Sylphie machen können, aber nicht bei Senior Sylphie. Da ist ein riesiger Unterschied, Kollege. Ich geh einfach ab in die Mitte. Ich hab, glaube ich, fast gar keinen Stack, oder? Ich hab nur einen einzigen Stack auf meinem Bone Tooth. Ja, ein Stack. Still close. 5, 4, 2. Still close. Oh, einer von den Hand Flash. Ach, Quatsch. Ich bin Senior Sylphie, Leute. Wisst ihr? Das ist der Unterschied zwischen Senpai und Senior Sylphie. Senior Sylphie macht den Kill. Senior Sylphie kommt weg. Na, ja, das ruft doch nach dem Dingens. Nach Ninja Tabis. Digga, King Buster. Sag mal, du schreibst hier Hub Q hin und ich sehe kein Rengar Q. Mach das richtig, subscribe und mach einen richtigen Hub Q. Das kann, so einen Scheiß kannst du vielleicht bei Senpai Sylphie machen. Aber Bruder, wenn du das bei Senior Sylphie machst, ne? Oh Gott, ey, wenn du das bei Senior Sylphie machst. Rengar Mitte, Leute. Rengar Mitte. Alle dachten, es ist nicht möglich, bis Senior Sylphie gekommen ist. Ich werde, die Gegner denken sich auch so, ne? Digga, komm, wir spielen nur gegen Captain Sylphie. Das ist hier nicht Senior. Digga. Was? Was denkt er sich? Digga, warte, kann man... Wo ist die Kammer?
Bianca. Sie ist scheinbar eine kleine Pussy, die sich schilden muss, um irgendwas gegen Senor Silvi machen zu können. I don't know, Leute. I don't know. Digga, YOLO ist man, Digga. Donatest du gerade? Ein Hack-Q? Ohne ein Hack-Q in den Chat zu machen? Xeserim, danke, Mann. Danke für deinen Subscribe. Vielen Dank, herzlich willkommen. Leute, einer ohne Hack-Qs für den Xeserim. Der braucht das gerade. Der weiß, dass Senor Silvi wieder da ist. Passt auf. Zack, ich spring da drauf. Zack. Tötet hier alles. Zack, jetzt geht in die Base und ihr holt euch jetzt die Quintessenz eines guten Rengar-Spielers. Digga, Paladin, ich bann dich beim nächsten Mal. No joke, ich bann dich beim nächsten Mal. So, pass auf. Passt auf, meine Freunde. Das hier. Ah, Pornhub Q ist okay. Aber YOLO ist nochmal gesagt, das ist Resonation, ne? So, wen habe ich? So, ich muss den Botlane abfahren. Oh, deren Botlane ist aber ziemlich stark. YOLO ist my man, my boy. Meine kleine Fuck-Princess. Hä, wo ist denn jetzt die Enemy Botlane? Hä? Kommt her. Er denkt einfach, Leute. Er denkt einfach. Digga, der weiß nicht. Wie kann man nicht wissen, dass Senor Silvi wieder da ist, ey? Was denkt ihr denn, wer hier ist? Denken, dass das Senpai Silvi oder was? Sind nicht Fullpen. Bruder, wo sind Fullpen-Items besser? Siehst du nicht? Siehst du nicht, dass ich Senor Silvi bin? Ich kaufe das, was ich möchte. Fullpen-Items sind okay, aber die Gegner haben Ninja-Tabis. Da sind die nicht ganz so nice. Deswegen will ich hier immer noch auf Bruiser bauen. Digga, was Focus, Digga? Was Focus? Ah, ich bin tot. Schade, Schokolade. Digga, ihr Champion sagt einfach Focus. So. Jetzt lass mich mal nachdenken. Ich brauche ein Hourglass. Legit, Leute. Senor Silvi hätte ein Hourglass geholt. Echt, es leckt hart und tief, was tut mir leid, Leute. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Kann sein, dass mein PC gerade stirbt. Ich weiß es nicht. Aber tut mir leid dafür. Kann auch sein, dass er ein bisschen überhitzt oder sowas. Mein PC ist auch sehr, sehr alt, ne? Krieg aber eh bald einen neuen. So. Leute, er spielt 2-6 Karma. Lol, Varus, willst du mich trollen? Willst du inten? Digga, der will inten. Okay. Oh, Bruder, das ist too much. Wenn die Jenna dich wegkickt, dann weißt du genau, dass nichts mehr geht.
So, ab jetzt endlich das Game. Ab jetzt endlich das Game. Jetzt habe ich Black Cleaver fertig. Ah, da habe ich noch gar nicht, lol. Ist das, nein, das ist keine Chicken-Theorie. Leute, ich erzähle euch jetzt die Geschichte von Senior Sylph, okay? Machen Enemy über den für mich als Mod. Enemy, vielen Dank, dass du als Mod übernimmst. Aber Leute, ich erzähle euch jetzt die Geschichte von Senior Sylphie. Einst in einer lang vergessenen Zeit gab es einen Rengar-Spieler. Er war so gut auf diesem Champion, dass er jeden geone-shottet hat. Er war eine Legende. Er war so gut, dass die Leute alles getan haben, damit er seinen legendären Champion nicht bekommt. Dieser Spieler hieß Senior Sylphie. Senior Sylphie war bekannt als Rengar One-Eintrittpferd. Das lag daran, er hat seine Liebe gefunden. Egal was passiert ist, egal wie viele Buffs, egal wie viele Nerfs, es gab gar keine Buffs. Er hat immer diesen einen Champion gespielt. Er war schwach, war kein Problem, er hat sein Baby geliebt. Er war stark, war kein Problem, er hat sein Baby geliebt. Und er hat damit jeden zerstört. Jeder, der ihm in den Weg stand, war kein Problem. Es gab manchmal Spiele, da musste er seinem Champion fremdgehen. Aber wusste genau, er war respektiert dafür. Und es war für ihn auch kein Problem, dass sein Held gebannt worden ist. Es war eine Art Anerkennung für ihn. Und dann kam der Tag. Die Zeiten haben sich geändert. Sein Champion hat sich verändert. Es war nicht mehr dasselbe. Manchmal glaubt er. Manchmal hat er geglaubt, dass trotz eines Reworks alles besser werden kann. Aber es wurde niemals besser. Weil er weiß genau, er ist Senior Sylphie. Nein. Ich war mal gut, Leute. Jetzt bin ich scheiße. Mein Champion ist nicht mehr derselbe. Wisst ihr, wie ich meine? Nein, wisst ihr nicht. Ich kenne diese Art Liebe nicht. Also, das ist wie, ich kann es nicht sagen. Das ist hart zu erklären. Leute, ich habe ohne Witz so viele Games auf diesem Champion gehabt. Ich habe so viel gegen diesen Champion gespielt. Was macht ihr da? Sag mal, was macht ihr da? Sag mal, was macht ihr da? What? Verlieren wir das Game gerade? Warte mal, was kaufe ich mir? Ich hole mir Titanic in dem Game. Titanic ist so viel besser in dem Game. Leute, meine Yasuo ist 4-7. Warte mal, weil ich fucking Grace auseinander. Digga, was nimmst du dir überhaupt den Red Buff, ne? I don't know. Wo sind die Hub-Qs? Wisst ihr? Entweder liegt es daran, dass ich was getrunken habe. Oder ich bin eigentlich gerade actually echt gut mit Rengar. Knolle, Mann. 4 Monate in a row. Vielen Dank dafür. Leute, heißt ihn willkommen. Ich möchte Hub Haze sehen, Hub Qs. Einfach alles. Weil Mr. Knäule ist 4 Monate bei uns. Ich ende das jetzt mit GA Hourglass, denke ich mal. Oder warte, ich habe zu viel Cooldown Reduction. Ich habe echt zu viel Cooldown Reduction. Leute, vielleicht ist Senior Sylphie auch versteckt im Alkohol. Wer weiß. Ich weiß es nicht.
Boah, ey, mein Draven ist 1-4-3. Ey, Careboys, ich geh in die Base, Ich brauch nur Armor hier, oder? Karma ist gar kein Problem für mich. Mann, ist das... Ah, nee, ich brauch GA. Er ist tot. So, wir haben den Fight hier echt verloren. Schade. Komisches Game. Okay. I will coaching, wenn du angetrunken Diamond Plate breakst. Was laberst du, Foxel? Danke für die Host mit 40 Wochen. Und herzlich willkommen an alle hier gerade. Guck mal, Leute, der Yasuo ist 484. Und sagt zu uns Monkey Players. Zu mir. Zu mir. Ich bin Senior Silvi. Scheiße, die Kammer. Okay, ich brauch Armor. Armor ist gerade mein wichtiges Set. Das Problem ist, Auglass hat einen scheiß Buildpath. Ich möchte gar nicht teamfighten. Die haben Karma plus Jenna. Ich soll einfach splitpushen gehen. Zudem haben sie hier noch einen GA, Auglass und überall Ninja-Tabis. Haben wir Full Edit hier? Die Gegner haben nicht mal Magie-Resi. Und ich habe eine Full AP Nidalee. Interessant. Die Yasuo-Ult war aber echt nice. Ja, die war echt nice. Aber trotzdem haben wir hier nichts rausbekommen. Lol, ey, warum ist denn die gestorben? Was macht die da? Hä? What? Warum? Okay. Okay. Das ist... Ich weiß nicht, warum sie da reingegangen ist. Check das Game gerade gar nicht. Was geht denn hier ab? Hä? Was hast du für Probleme? Wo ist mein ganzes Team eigentlich auf einmal hin? Waren wir nicht noch eben noch zu dritt? Ja, danke, Soldier. Danke, dass du wieder vorhast zu subben. Echt korrekt von dir. Korrekt. Still close. Still close. Ich glaube, mein Team hat Integrationsprobleme. Nur eine Vermutung, though. Ich glaube, die wissen noch nicht, dass Senior Sylvie wieder da ist. Digga, Montana, da rastet er hier direkt aus. Meine Sylvie von mir soll sich konzentrieren, Senior Sylvie toleriert kein Defeat. Mach ich gleich.
Ist sie tot? Mann, was machen die da alle? Was machen die da alle? Die innen gerade alle komplett rein. Okay, das Ding ist weg. Okay, das Game ist over. Okay, ich bin auch tot. 2, 6, 3 Draven, 1, 6, 8 Soraka, Unlucky und 14 Yasuo Mitte. Ich habe unglaublich nice Geschmack in dem Game. Wie lange ich mache? Bis 17 Uhr. Bis circa 17 Uhr. Leute. Jetzt will die Kammer frech werden. Jetzt will die Kammer frech werden. Pass auf, sie hat eine Sache vergessen. Keep in mind, Karma, you got fucked by Senor Sylphie.